Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen zurück bei meinem Let's Play zu Final Fantasy VII, dem Original auf der PS4. Wir sind letztens stehen geblieben, als ich trainiert habe, beziehungsweise Geld besorgt habe für den Fort Condor. Und das wollte ich jetzt noch ein bisschen weitermachen, Geld sammeln, um für den Krieg ein bisschen mehr Kohle zu haben. Aber mir ist ein Gegner da vor die Flinte gelaufen, der noch ziemlich interessant ist. Und ich dachte mir, nimmst du jetzt mal die Folge hier auf, also an der Stelle, und zeige euch diese Person. Ich war immer der Meinung, dass man die viel später kriegen kann, aber so wie ich weiß oder mitgekriegt habe, kann man die auch jetzt schon kriegen, diese Person. Und was es mit dieser Person aus sich hat und was ich damit meine, das sehen wir uns jetzt nach dem Kampf an. Ich habe übrigens von Cloud das neue Limit gelernt, jetzt im Geldsammelsorium, und schauen wir uns mal das neue Limit an. Aber erstmal ist der Gegner dran. Ah, Sprungattacke hat er nämlich jetzt gelernt. Guck mal, was wir rauben können. Ich glaube, es war nicht. Nichts zu stehlen, ne? Dachte ich mir. Mal Analyse machen. Mysteriöser Ninja. 176 hat sie noch. Das war's schon. So, jetzt muss ich nämlich aufpassen. Warum, erkläre ich euch dann auch nochmal. So, jetzt liegt hier ein Mädchen. Mann, ich hab verloren. Unmöglich. Na, du hör nie, wie wär's? Wollen wir noch immer? So, jetzt kommt nämlich die Besondere an diesem Charakter. Dieser Charakter ist ein Gruppenmitglied, den man bekommen kann. Man kann ihn aber auch verpassen. Ich habe jetzt schon die Möglichkeit, diese Person zu kriegen. Man muss aber aufpassen, was man in dieser Situation macht. Ich darf diesen Speicherpunkt da hinten nicht benutzen, ich darf nicht ins Menü gehen und ich muss auf meine Antworten aufpassen, was ich jetzt gebe. Verkacke ich es, ist sie weg. Aber das wollen wir ja nicht. Also, wollen wir noch immer? Kein Interesse. Willst du weglaufen? Bleib und kämpfe. Kämpfe, habe ich gesagt. Komm schon, was ist los? Du hast ganz schön Angst vor mir, was? Wie versteinert, du verlierst erneut. Wie versteinert? Genau wie ich gedacht habe. Was erwartest du anderes bei meinen Fähigkeiten? Ich wünsche euch viel Glück, wenn ihr euch stark genug fühlt. Tragen wir noch eine Runde aus. Bis dann. Ich gehe jetzt los, das habe ich vor. Geh schon, warte einen Moment. Was ist? Willst du noch was von mir? Also was ist das? Ich weiß, dass du meine Hilfe willst, weil ich so gut bin. Du willst, dass ich mit dir komme? Stimmt. Hehe, habe ich es mir doch gedacht. Du bringst mich in meiner Zwickmühle. Was soll ich nur tun? Aber wenn du mich so sehr brauchst, kann ich schlecht ablehnen. In Ordnung. Ich komme mit dir. Beeilen wir uns. Hehehe. Warte, ich habe dir noch nicht mal gesagt, wie ich heiße. Und es ist Yuffie. Wir haben so jetzt einen neuen Charakter bekommen, den ich früher immer dachte, kriegt man viel später, aber man kann ihn sogar jetzt schon kriegen, was eigentlich auch nur per Zufall passiert. Aber wir haben Glück gehabt und haben ihn jetzt schon. Yuffie, ich bin Yuffie, freut mich. Hey, genau wie ich es plante. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen hier, ein bisschen da. Hihihihi. Hey, warte, warte auf mich. So, wie ihr seht, ich war jetzt ein bisschen im Wald und wollte noch ein bisschen Geld ransammeln. Ich habe es jetzt auch schon fast verdoppelt. Und würde ich sagen, machen wir jetzt mal den ersten Kampf am Fort Condor, wäre ich meine. Aber vorher will ich nochmal speichern. So, war es natürlich reiner Zufall, dass er gekommen ist. Ich habe auch noch gar nicht lange trainiert, gerade mal 10 Minuten oder so. Und gehen wir jetzt mal Geld oben. Und dann fangen wir mal mit unserer ersten Schlacht an, im Fort Condor. Fort Condor kann man öfters machen, die Schlacht. Und man kriegt jedes Mal Preise, wenn man es schafft. Aber irgendwann bekommt man auch eine Substanz, die eigentlich sehr wichtig ist, die ich gerne hätte.
Aber mal gucken, wie jetzt unser erster Kampf verläuft. Kaufe ich jetzt mal nichts. Mal gucken, wie viel Geld ich ausgebe. Ich weiß es sogar noch gar nicht. Achso, ich hätte auch mal. Lass uns erstmal noch draußen. Der hat doch, glaube ich, noch eine neue Substanz für mich. Ups, nein. Ich wollte gar nicht aus dem Fenster gucken. Gil beisteuern. Wir haben jetzt 17.000 Gil. Wir benötigen 3.000 Gil pro Schlacht. Wie viel könnt ihr beitragen? Ich gebe mal 5.000. Das macht 22.000 Gil. Wie viel könnt ihr beitragen? Im Moment können wir nicht helfen. So. Okay, bereit. Hey, wir sind etwas knapp bei Kasse. Könntest du uns nicht wenigstens 4.000 Kill geben? Damit sie mich verarscht. Ich hab gerade 5.000 gegeben. Okay, nochmal. Oh, okay, dann 2.000. Ups. War nicht geplant. So. Okay, bereit. Irgendwie klappt das anscheinend noch gar nicht. Oder wollen die mich hier verarschen? Ich verstehe, na gut, vielleicht kämpfen wir irgendwann mal wieder zusammen. Irgendwie. Was war das jetzt? 40.000? Hey, 4.000, ich hab mich verlesen, okay. Ich hab den doch gerade. Ich check's nicht. Ich hab den nur gerade 5.000 gegeben und er will immer noch 4.000. Ich hab nur noch 445. Ah, Leute. Ja, dann machen wir das halt später. Später haben wir auch noch die Chance dazu. Machen wir das dann auch mal später. Und dann gehen wir jetzt doch in der Story weiter, würde ich sagen. Ziehen die uns hier mal eiskalt ab? Ich will vorher nochmal schnell was kaufen. Ihr wisst Bescheid. Nein, nicht Substanzen. Ich will Hyper noch für die restliche Kohle. Zack. Und unsere Aufgabe, unsere Hauptaufgabe ist jetzt eigentlich nach Yunnan zu gehen. Genau das werden wir jetzt auch erstmal machen. Da das hier anscheinend noch nicht funktioniert. Ich kann mir zwar auch gerade nicht erklären, warum. Aber nun gut, dann ist es halt so. Geht's auf nach Yunnan. So, dazu muss ich aber da lang. Wenn ich mich nicht höre. Ja. Dann laufen wir mal dahin. Da vorne sehen wir uns auch schon. Kein Kampf. Oh, aber sehr selten. Oh, was ist das? Ach ja, unsere Freunde. Hey. Oh, wir haben noch keinen Halber genommen. Ah, ich dachte. Ach, mal gucken, wie sie heute drauf sind mit Treffen. Bis jetzt haben sie getroffen. Hallo. Bis jetzt noch kein Mist, ich bin erstaunt. Ah, wir können ja mal kurz nachgucken nach Yuffie. Weil seit hier habe ich auch eine Substanz, die ich noch gar nicht habe. Nehme ich mal kurz sie. Nee, nicht Utifa. Yuffie. Materie. Oh, die hat sogar schon Limit. Okay. Worf. Hat sie nämlich. Die habe ich nämlich noch gar nicht. Worf bedeutet, dass man Gegenstände werfen kann. Also Waffen und so, die man halt zum Beispiel nicht mehr braucht. Und Münze bedeutet, dass man später also Geld auf den Gegner werfen kann. Aber im Moment brauche ich sie nicht. Deswegen bleiben wir erstmal bei Aris. Oh,
gerade gesehen, ich habe noch. Oh, die haben alle drei was dran, okay. Dann auf nach Junon. Eine etwas größere Stadt. Was ist mit dieser Stadt passiert? Sie ist so runtergekommen. Ja. Geh mal kurz hier rein. Hier war, glaube ich, wenn du eine Waffe siehst, die du willst, würdest du sie lieber gleich kaufen. Ah, mit meinem Geld, mau. Er hat nicht meine Waffe. Okay. So, da kommen wir noch nicht rein. Hä? Das ist ein schönerer Aufzug. Hier wird nicht rumgeschnüffelt. Uns mal kurz hier oben um. Hier war auch nichts. Ich kann auf das Bett gehen, okay. Wusste ich gar nicht. Bringt zwar nichts, aber okay. So, wir müssen runter zum Wasser, glaube ich. War das? Ja, hier dann. Genau. Hey, Herr Delfin! Ich heiße Priscilla. Und jetzt du? Wer seid ihr? Gehört ihr zu Shinra? Nein, du hast Unrecht. Wir haben nichts mit Shinra zu tun. So ist es. Ich glaube euch nicht. Verschwindet! Klasse. Hä, schau dir das an. Vorsicht, Herr Delfin. Halt, wir kommen. Und da kommen wir auch gleich in den nächsten Bosskampf rein. Ich hab Hyper immer noch nicht benutzt. Ich depp. Deswegen werde ich das mal auf alle Hyper machen. Schon nochmal Limit. Mein Blow bringt, glaube ich, nichts, aber ich mach's einfach mal. Hat doch immerhin 50 MP. Mal kurz Analyse machen. Ich glaube, es ist schwach gegen Blitz, oder? Level 23. 2500, schwach gegenüber Wind. Ja, Wind habe ich leider noch nicht. Bio. Okay. Miss. Moin. Entweder ist er immun. Ach ja, er ist zu weit weg. Oh. Natürlich jetzt ein bisschen blöd, gell? Ich hab Blitz einfach noch nicht getroffen, oder? Scheinbar funktioniert Blitz bei ihm nicht. Na gut. Ah doch, es funktioniert. Müssen wir eine Zeit mit Zauber machen. Können wir mal gucken, ob Götter Segel funktionieren. Ich glaube es zwar nicht, aber testen können wir es ja. Nö, hat nicht funktioniert. Hätte mich jetzt auch gewundert. Ah, Feuerball. Oh, das kann Level 2 sein. Angriff. Ah, mach nur.
Schaden gemacht. Ich habe auch noch kein Feindestechnik gelernt bis jetzt. Das ist frech. Was hat der jetzt gemacht? Gucken, was Barry den normalen Angriff abzieht. Was ist das denn? Wasserkugel. Oh, das zieht Energie ab. Das ist ja uncool. Wie ich das jetzt wegkriege, das weiß ich jetzt leider auch nicht mehr. Ah, das ist schon viele Jahre her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Große Welle. Auch kontinuierlich schaden. Finde ich nicht so geil. Ah, ich kann ihn wirklich nur mit Zauber angreifen. Geht das Cloud auch noch ab? Uncool. Geht es jetzt von alleine irgendwann weg oder? Ich habe doch auch noch Angriffsobjekte, gell? Können wir ja auch mal benutzen. Wie zum Beispiel. Oh, man kriegt ja auch die Ball. Jetzt konnte man leider nicht sehen, wie es abgezogen hat. Natürlich, die schwächste von allen hat er natürlich nicht mit der Blase verursacht. Ich habe jetzt echt keine Ahnung, wie ich das wegkriege. Habe ich alle Heilmittel? Hilft das? Sollen wir mal gucken. Habe ich natürlich nicht. Das ist schlecht. Gegenmittel? Nope. Große Welle. Man dürft ja auch nicht mehr viel haben. Wenn das Zauber mal treffen würde, ey, echt. Schlimm sowas. Wie geht das weg? Oder reicht ein Angriff? Null. Feuer vielleicht. Ah, ich glaube, sie kann kein Feuer, oder? Oh oh. Beeil dich. Oh, war das knapp, das war knapp. Oh, war das knapp. Suche ich mal Feuer. Ja, nicht Heilung, Feuer. Ah. Feuer funktioniert. So, jetzt aber. Ah, hätte man selbst drauf kommen können, gell? Ich meine, bin ich ja von selbst drauf gekommen, aber hätte man früher drauf kommen können. Jetzt mach weg das Ding. Meine Fresse. Erstmal Heilung. Oh, könnte Barret vielleicht? Oh, ganz knapp. Oh, kriegen natürlich Feuer ab. Ah ne, Heilung, okay. Ich bin schon selbst verwirrt hier, ey. Gleich wieder eine Mitte. Das Beste, was man machen kann mit dem Hyper. Ach, das war's schon.
Ja, da habe ich leider vergessen, dass man das mit Feuer wegmacht. Aber ist mir ja Gott sei Dank nochmal eingefallen. 550 Erfahrungspunkte und 52. Das ist gut. Ein Kraftarmband. Das ist furchtbar. Sie ist doch nicht tot, oder? Priscilla! Nein, sie atmet nicht. Ach Gott, jetzt kommt ein Minispiel. Los, hilf ihr. Künstliche Beatmung, sofort. Mund-zu-Mund-Beatmung? Cloud, schnell. Aber das ist ein Mädchen. Mach schon, Cloud. Weißt du, weißt nicht wie. Komm her, ich zeig's dir. Na gut. Hol tief Luft und halte den Atem an. Dann blas die Luft in sie hinein. Schnell, mach. Drücke einmal Viereck, sodass die CPR-Anzeige eingeblendet wird. Drückst du die Taste zweimal, wird die Anzeige ausgeblendet. Hey. Ich habe eben die falsche Taste gedrückt. Okay. Ups, wow. Da brauchen wir eine Weile, bis er Luft holt. Immer noch nicht. Machen wir nochmal voll. Ach, geht doch. Hey, Priscilla, alles in Ordnung? Ich meine, verkacken kann man das, glaube ich, sowieso nicht. Also von daher. So, jetzt müssen wir das Haus finden, wo er wohnt. Ich glaube, das war hier, oder? Was sagt sie? Hey, kommt doch kurz herein. Gehen wir doch mal rein. Ich habe gehört, was geschehen ist. Du hast so viel für Priscilla getan. Ihr müsst müde sein zum Ausruhen. Benutzt die Betten. Eigentlich ja ungern, weil das dann wieder mein Hyper weg ist. Macht es euch bequem. Willst du rasten? Ja, komm. Oder? Wir versuchen es später. Im Moment, ich meine, ich bin zwar angeschlagen ordentlich, aber wir haben ja noch die Tränke hier. Kann man noch Heiltrank benutzen. Zack. Weil jedes Mal ja Hyper zu kaufen bei so wenig Geld, was ich habe, ist jetzt auch ein bisschen blöd. Aber die Priscilla wohnt, glaube ich, da oben. Das war auch ihr Bett, wo ich vorhin hochgeklettert bin. Ja, da oben ist er, der Mann. Entschuldige, Cloud. Priscilla muss sich etwas ausruhen. Woher weiß er, wie er heißt? Aber so wie es aussieht, muss ich dann doch schlafen. Hat sich ja jetzt echt gelohnt, die Items zu benutzen, ne? Gott, 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 ey. Na gut. Was soll's? Da fällt mir ein. Du schon wieder? Wer bist du? Das wirst du bald herausfinden, aber was wichtiger ist, vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren, Nibelheim? Als ihr auf Mid-Nibel wart, war Tifa eure Führerin, oder? Ja, das wundert mich. Aber wo war Tifa sonst noch? Weiß nicht. War doch toll, dass ihr euch beide auf diese Weise wiedergesehen habt. Du hast recht. Warum konnten wir uns nicht allein sehen?
Ich weiß nicht, ich kann mich nicht genau erinnern. Warum fragst du Tifa nicht? Nun, frag sie. Hey, wach auf, Cloud. Tifa, als Sephiroth und ich nach Nibelheim kamen, wo warst du? Wir haben uns gesehen, oder? Was soll's? Nein, das war vor 5 Jahren. Ich kann mich nicht erinnern. Da draußen geht was Seltsames ab, Cloud. Komm schnell. Da aktivieren wir es gleich mal für ihn. Können wir gleich mal ordnen. Zack. Ach, ich weiß, was jetzt auf uns zukommt. Ein Riesenspaß. Ich habe gehört, dass das Mädchen wieder bei Bewusstsein ist. So sagt Yuffie hier eigentlich. Was ist das für laute Musik? Davon kriege ich Kopfschmerzen. Hat das etwas mit Shinra zu tun? Geht's dir wieder besser? Danke für die Hilfe. Entschuldige, ich dachte, du wärst einer von diesen Shinra. Schon in Ordnung. Ich gebe dir etwas Besonderes. Es ist ein Amulett, pass gut darauf auf. Materia Shiva. Okay. Also die Musik klingt wirklich anregend. Ich habe gehört, sie proben den Empfang des neuen Shinra-Präsidenten. Rufus, ich muss noch meine Aufwartung machen. Oma und Opa haben mir erzählt, dass der Strand wunderschön war, als sie noch klein waren. Aber seit Shinra die Stadt oben gebaut hat, scheint keine Sonne mehr und das Wasser wurde dreckig. Ich bin mit solchen Geschichten aufgewachsen und hasse Shinra so sehr, dass ich sterben könnte. Glaubst du, dass Rufus den Ozean von hier aus überqueren will? Was heißt das? Sephiroth hat den Ozean bereits überquert? Cloud, hast du den Rufus nicht fertig gemacht? Wir müssen zu der Stadt rauf. Vielleicht können wir an dem Pfahl hochklettern. Nein, nein, unter dem Turm fließt Starkstrom. Komm nicht zu nah. Es ist gefährlich. Aber es gibt da noch eine Möglichkeit. Wenn Herr Delfin dir hilft, folgt mir. Ja, genau das müssen wir jetzt machen. Hochspannungsmast. Ich denke, dass Cloud sich am besten mit sowas auskennt. Ja, es ist besser, das Cloud zu überlassen. Wir zählen auf dich, Cloud. Hä? Warte mal. Ja, jetzt müssen wir kurz mit Cloud alleine spielen. Macht ja nichts. Jetzt kommt natürlich wieder so ein kleines Minispielchen. Moment. Na, wenn das nix ist, ich habe noch nie einen Delfin so springen sehen. Ziemlich cool was, wenn ich pfeife, springt der halt Delfin für mich. Hier, das ist für dich. Ein Geschenk? Was soll ich damit? Geh ins Wasser, pfeife und Herr Delfin wird dich auf die Stange katapultieren. Viereck pfeifen. Oben auf die Stange springen? Siehst du die Stange da oben? Wenn du richtig springst, kommst du bis an die Plattform. Viel Glück, Cloud. Wenn du es schaffst, kommen wir nach. Ich halte das PHS für dich. Es darf ja nicht nass werden. Willst du mit Herrn Delfin springen? Klar. So, aber vorher will ich nochmal. Ah, geht nicht. Mal gucken, wie der Winkel ist. Okay. Ah, fast. Gucken wir mal hier. Hey. Wenn ich hier pfeife. Okay. Oh Gott. Mein Gott. Ach, geht doch. Da haben wir es doch geschafft. Fast beim ersten Mal.
So. Im Moment sind wir natürlich alleine, aber wir können ja mal. Hab keinen Platz mehr, scheiße. Na gut, dann erstmal noch nicht. Da ist eine Kiste. Okay, ist doch schade gewesen. Sieht aus wie eine Kiste. Gibt's hier noch was? Nee, gell? Nope. Hoho, ho, schnell, schnell! Der neue Präsident, ey. Wie? Du bist immer noch angezogen? Komm her. Ah, Moment. Oh. Hey, Rekrut, kannst du mich nicht hören? Komm her. Hier, geh in das Zimmer. Muss mich mal durchlassen. Heute ist der große Tag, an dem wir Präsident Rufus begrüßen. Beeil dich beim Umziehen. Es ist ein Shinra-Uniform. Umziehen. Das ruft Erinnerungen wach. Hör auf zu quatschen, beeil dich. Eine Shinra-Uniform. Ich war so stolz, als ich sie zum ersten Mal anzog. Wann war das bloß? Als ich begann, dieses Ding zu hassen. Fein, sie steht dir sehr gut. Du erinnerst dich doch noch an die Begrüßungszeremonie. Ich sehe es dir an, dass du es vergessen hast. Also, ich zeige es dir noch einmal. Mach einfach, was ich tue. Kommandant, wir helfen mit. So wird das gemacht. Ich singe dazu. In Ordnung, zeigt sie. Zuerst der Marsch für die Begrüßungsparade. Gut, beweg dich im Takt. Ruhe. Ah. Ah. Okay, aufgepasst. 2, 3. Und Marsch. 1, 2, 3, 4. Bleib im Gleichschritt mit den anderen und marschiere gleichmäßig. Wenn alle im Gleichschritt sind, schultert das Gewehr. Kapiert? Aber klar. Seht zu, dass ihr bei der Parade alles richtig macht. Rufus ist eingetroffen. Wir sind bereit. Ich werde sowas von verkacken, das weiß ich jetzt schon. Also gut, los geht's. Mach uns keine Schande. Parade fängt an. Ah, ist Rufus. Halt, ich gehe mal noch nicht hinterher. Können auch noch mal schnell speichern. Zack. Hier war, glaube ich, auch noch irgendwas, oder? Das war der Fahrstuhl, da brauchen wir jetzt noch nicht hin. Ah, eine große Kanone. Die werden wir auch noch im Einsatz sehen. Oh nein, niemand da. Zu spät. Hey Rekrut, was soll das, hier so herumzurennen? Commander, wir nehmen eine Abkürzung. Okay, gute Idee. Komm her. Erstmal möchte ich. Oh, ich darf nicht. Okay. Hey, mach mich jetzt nicht wütender, als ich es schon bin. Ah ja, bin ja schon da. In Ordnung, du zuerst. Oh, ich darf immer noch nicht dahin. Ja, ist ja gut. Ich gehe zuerst, schau mir genau zu und mach's mir nach, Rekrut. Schleich dich einfach von hinten an und reih dich in eine Lücke ein.
Einschaltquoten von Live-TV. Jetzt hören wir zu, diese Parade wird von Shinra TV weltweit ausgestrahlt. Wenn du schlecht bist, fällt es auf die ganze Armee von Junon zurück. Denk dran und bau keinen Mist. Klar, spring rein, wenn ich dir das Zeichen gebe. Schleich dich einfach von hinten an, bring die Reihe nicht durcheinander. Aber egal was du machst, versuch nicht von vorne hinzugehen. In Ordnung, marsch hier los. Los! Hey! Oh, okay. TV-Produzent, was zum Henker hat dieser Soldat angestellt? Ich weiß nicht. Sind die Quoten gestiegen? Wir sind im Keller, bin ich gefeuert? Du bist gefeuert! Man schickt diesem Soldaten eine Bombe. Granate. Ja. War sehr gut von mir. Gut, wir haben es geschafft. Oh, Präsident Rufus. Los, antreten und Mund halten. Nicht rühren. Wie läuft's hier? Was ist mit dem Luftschiff passiert? Das Interkontinentalluftschiff ist noch in der Wartung. Dürfte in 3 Tagen bereitstehen. Haha. Auch die Gelnika der Luftwaffe? Jaha. Hör auf mit diesen idiotischen Pferd. Was? Pferdelachen? Oh Gott. Die Dinger haben sich geändert, seit Vater tot ist. Ha. Und das Schiff? Ja, Sir, jederzeit bereit. Na? Was haut der mich? Tut mir leid. Heidegger hat schlechte Laune. Der Mann in schwarzen Umhang streift durch die Stadt, aber wir können ihn nicht finden. Mann im schwarzen Umhang? Es ist vor 2 oder 3 Tagen aufgetaucht und tötete einige unserer Soldaten. Ja, wer ist damit wohl gemeint? Danach ist er sofort verschwunden. Es geht das Gerücht um, dass es Sephiroth war. Achtung, weggedreht. Hey, du, legst du dich mit der Armee an? Wen stört's? Fauler Sack, keine Pause. Komm hier rüber. Willst du das Militär wohl verarschen? Der nächste Tagesbefehl, Präsident Rufus am Dock verabschieden. Ich werde dich drin, bis es sitzt. Ich werde helfen, Sir. Ich auch, Sir. Also gut, stellt euch auf und zeigt mir die Abschiedsformation. Die Abschiedsformation. Merkt euch das gut. Fertig. Junon Begrüßungstrupp ab. Ja. Da seht ihr ja, was man machen muss. Er gibt Kommandos und das muss man dann befolgen. In Ordnung, jetzt du. Jetzt versuchst du es. Und zu früh. Zu schnell. Hab's kapiert. Ich werd's eh wieder verkacken. Alles gut, mach keinen Patzer, wenn's ernst wird. Wie sieht die heutige Formation aus? Hab ich noch nicht entschieden. In Ordnung, Rekrut, du darfst selbst entscheiden. Zeig mir deine beste Pose. Mal sehen, meine beste Pose ist... das ist fantastisch. In Ordnung, das ist unsere spezielle Formation für heute. Übt sie. Ja, Sir, ja, Sir.
Okay, wir treffen uns am Dock, kommt nicht zu spät. Achtung, weggedreht. Oh, da werde ich nochmal schnell speichern und dann gehen wir mal hoch zu Rufus Abschieds. Parate. Aber vorher können wir nochmal hier in die Laden rein. Oh, das ist doch hier Dings. Root, oder? Ja. Das ist ein Türk. Aber man kann nicht sprechen. Ja, da gehe ich gleich hin. Ich werde erstmal hier rein. Ja, hier gab es, glaube ich, auch Waffen. Willkommen. Ich war gerade dabei, mir Sorgen zu machen. Verstehst du? Der Verkauf lief heute ziemlich schlecht. Analyse, Versiegelung, Genesung, Behandlung und Wiederbeleben. Die wäre wichtig. 3000. Das muss ich irgendwie das Geld zusammenkratzen. Ist echt nur Ether so wertvoll, was ich im Moment habe, oder? Ja, da müssen wir noch Ether verkaufen. Weil Wiederbeleben ist echt wichtig. Ups. Die hätte ich gerne. Zack, jetzt bin ich wieder total pleite. Ah. Gibt's sonst irgendwas? Nee. Ey. Aber mich doch nicht an. Na gut, dann gehen wir jetzt mal. Ich glaube, man konnte auch noch eine Waffe kaufen hier. Ich hätte, glaube ich, bei Fort Connor nicht so viel Geld ausgeben sollen. Oh, ein Soldat, willkommen. Na gut. Gehen wir mal in die Gasse. Ey. Ich habe nicht, was ich dir verkaufen könnte, komm später nochmal. Das für ein Krach, ey. Ah. Hier sind die Türks. Tut mir leid, heute haben wir nichts frei. Du auch? Dann nimm deine Maske ab, so lauten die Regeln. Was ist da draußen los? Egal, wir werden uns hier besaufen. Aber hier ist an sich für mich nichts von Bedeutung. Was haben wir hier? Die gemeine Kanne hat mich geweckt. Ein Besserwisser, was? In Ordnung, herein. Okay, was haben wir denn hier? Dies ist der Expertenclub nur für Profis. Gib dein Wissen weiter und lass andere daran teilhaben. Also Experte, halt uns seinen Vortrag über Limit-Techniken. Da gibt sich viel zu sagen. Gesagt, ohne, ja, das wissen wir alles schon. Bla bla. Extremlimits. Ich weiß also nicht, dass es ultimative Limit-Techniken geben soll. Stimmen wirst du sie wegbekommen. Ja. Das wär's. Hier liegt die Substanz? Feintechnik. Nochmal Feindes können. Na gut, dann gehen wir jetzt mal hoch zur Parade. Oh, hier geht's noch hoch. Schauen wir uns doch nochmal hier um. Oh, da liegt zum Beispiel noch ein Gemütskapsel und ein 1,35-Soldat. Und. Glückskapsel. Das soll eine Katze da oben sein, oder was? Zwei sogar. Okay. Was haben wir hier oben noch? Eine Kraftkapsel. Abwehrkapsel. Mit diesen Kapseln kann man seine Werte erhöhen. Gemüt. Kriegt natürlich alles klaut. Der muss auch die meisten Kämpfe bestreiten, von daher. So. Gehen wir jetzt mal zu Rufus. Mö.
läuft er eigentlich so komisch? Unten brauche ich nicht lang. Konnte ich eigentlich mit dem Ding hier fahren? Nee, gell? Tach, falls ihr das Union Dock sucht, das liegt dort drüben. Okay. So, überall. Gott. Wir werden nie zu Rufus kommen. Oh, die anderen Turks. Sobald der Job langweilig wird, fangen sie an zu faulenzen. Hey, kleiner Soldat, bist du nicht noch im Dienst? Ja. Wenn die wüssten, wer unter der Maske steckt. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Nickerchen im Dienst? Vergiss es. Gibt's irgendwas zu finden? Nein. Was haben wir oben? Bitte tritt näher. Willkommen. Kauf süßer. Was gibt's denn hier zu kaufen? Es gibt viele Läden in Union. Ohne Service können wir nicht überleben. Aber mich wurmt, dass die Mädchen mehr verdienen als ich. Ah, Substanzen. Besitze ich alle? Brauche ich nicht. Vielen Dank. Ich war früher bei Soldat, danach habe ich dieses Geschäft eröffnet. Aber ehrlich gesagt hätte ich lieber den Laden unten. Silberbrille. Schütz vor Blind, Schütz vor Schlaf. Hm. Na gut. Gucken wir uns nochmal die anderen Läden hier an. Oder Eingänge. Hey, du bist doch im Dienst. Ich weiß, ich habe nicht das Recht, sowas zu sagen, aber... Speedkapsel. Wer bloß kein fauler Sack, so wie ich. Hey, Schenger. Hier ist noch ein Soldat, die sind total sinnlos, die Dinger. Warum ist das hier so laut? Eine Schande ist das. Die sagten mir, dass sie für meine Reise ein 5-Sterne-Hotel gebucht hätten. Bei dem Lernen möchte ich aber nicht pennen. Was haben wir hier? Hey, willkommen. Das Angebot hier ist echt mies, weil ich die letzte Bestellung verpfuscht habe. Aber ihr könnt euch gerne umschauen. Mithrilsäbel, Cannonball, Mithrilkralle, Metallstock, Mithrilclip. Gut, ja, natürlich, Yuffie, gibt's noch keine Waffe. Aber Mithrilkralle wäre nicht schlecht. Aber ich habe halt wirklich nur. Die bringen auch alles noch nicht so wirklich. Von daher. Hab ich echt nichts, was wertvoll ist. Hm. Nicht wirklich. Na ja, komm, eine können wir noch. Ne, halt. Wo ist denn jeder da? Oh, nur noch 4 Stück. Ich drücke immer zu schnell, ey. Gib mir mal so eine Mithrilkleider. Zack. Wow. Ihr habt nichts gesehen, okay? Vergesst es einfach. Ja. So, dann werde ich jetzt nochmal speichern. Ey, ich hänge. Hallo? Der kann in den Klamotten nicht gut laufen, kann das sein? Oh, speichern. Und dann würde ich mal sagen. War es das mit der 8. Folge von Final Fantasy 7? Ich würde mich freuen, wenn ihr das jetzt mal wieder einschaltet. Bis dahin, haut rein! Euer Doomsday mit Final Fantasy 7, seinem Original auf der PS4. Haut rein!